Geleg, ist das geil! Mega! Hey und Servus zusammen, hier vom zweiten Tag in Latsch. Heute fahren wir die Tour Göflaner Schartl. Ja, ist eine relativ lange Tour, hat 2425 Höhenmeter. Wir haben einen zweiten Akku am Start. Normalerweise kann man hier auch shutteln. Die ersten 900 Höhenmeter, ja, die waren jetzt komplett Asphalt. War jetzt nicht so spannend, von daher gibt es jetzt groß kein Video. Hier jetzt so ein Waldweg nach oben. Schauen wir mal, der soll ganz cool sein. Oben ein bisschen alpin. Am Ende führt er auf den Holy Hansen Trail. Ja, perfekt fürs E-Bike hier hochzutreten. Richtig geile Runde, wir haben auch Glück. Ganz geiles Wetter. Ihr seht hier echt traumhafter Blick. Mega. Und schauen wir mal, was der Tag uns bringt. Cool, dass ihr mit dabei seid, Leute. Und bis später. Ciao. Zeit für Brotzeit. Hey, servus. Jetzt sind wir ja fast oben angekommen, jedenfalls bis zu dem Stück, wo man fahren kann. Ab jetzt heißt es Fahrrad tragen, Fahrrad schieben, Fahrrad schmeißen, wie auch immer. Hauptsache weiter nach oben kommen. Ich nehme euch mit. Bisher die Runde, ja, viele Höhenmeter vom Tal aus, von Latsch unten. Bis hierher nicht sonderlich anspruchsvoll, sondern einfach nur Teerweg und dann am Ende Schotterweg. Aber ab hier wird es interessant. Ich hab Bock. Cool, dass ihr mit am Start seid, Leute. Ja, so kriegt man Reifen auch runter. Danke, Schweine. Ist das ein Reifenabriebstein? Ja. Los geht's. Ja, hier mega. Mit der Schiebehilfe echt optimal. Tja, da war schon fast zu viel Power für hier. Das Fahrrad zieht dich an den Berg hoch. Ja, das hier fällt mir noch mit dem E-Bike nicht mehr, beziehungsweise ein Teil der Stellen vielleicht schon hier jetzt, aber davor den Part definitiv nicht. Was ein Traum. Mega, mega, mega. Ja, hier oben pfeift der Wind ganz schön. Kalt ist es zum Glück nicht, aber super windig. Hier die Parts kann man nur noch ganz okay
Karren. Mega. Wow. Hier hört man die ganze Zeit auch die Murmeltiere. Waren ihre Artgenossen. Nur sehen tut man sie leider nicht. Hier in dem Zwischenpart lässt sich jetzt auch wieder treten. Jedenfalls so etappenweise, stellenweise tragen, stellenweise schieben. Die Schiebehilfe hier beim Bosch ist echt Gold wert. Die funktioniert mega gut. Also echt perfekt. Na, schauen wir mal, was noch so kommt. Leck mich fett. So, erster Akku ist durch. So circa 1700 Höhenmeter fast gefahren. Davon das meiste auf Tour. EMTB sogar noch ein Stück. Ja, wird Zeit für einen Wechsel. So, zum Glück haben wir hier die Rucksäcke von XLC für den Wechsel vom Akku. Da tauschen wir einmal durch. Leer da rein. Der Rucksack ist auch ein bisschen leichter natürlich durch leeren Akku. Nicht. Aber ja, leeren Akku rein, vollen Akku wechseln. Und ab geht's. Da müssen wir jetzt rauf. Martina wechselt noch ihren Akku. Der ist jetzt auch ziemlich durch. Wie viel Strich hat es noch, Martina? Einen. Einer ist nicht genug. Hier nochmal das mega Panorama. Ja, schauen wir mal, wenn wir hier jetzt gleich um die Ecke kommen. Wenn es hier erwartet zwischendrin, soll mal ein bisschen ein Teil sein, das ein bisschen klettersteigmäßig fast schon ist, mit einem kurzen Stahlseil, an dem man sich entlang hangelt. Ist geil. Ich hab Bock. Jetzt gleich wieder beim Weiterschieben. So, hier. Schön eng im Uphill. So, hier wird es aber jetzt spaßig. Hier haben wir das Seil zu unserer Linken. So, Tina hier am Shooten. Ein Hoch auf die Schiebehilfe. Ja, das ist höchst gefährlich, Flo. Ja, liebe Leute, habt ihr eben gehört, der Flo hat sich Knie verdreht. Hier oben. Mein Rad geschultert. Also hier oben, wenn irgendwie was passieren sollte, könnte man Flo eigentlich noch einschläfern. Einschläfern und den Murmeltieren überlassen. Ja. Die ziehen dich. So knapp. Die ziehen dich nachts dann immer in ihre Höhlen und dann kriegst du richtig Feuer. Also liebe Zuschauer, aufpassen vor den Murmeltieren. Ja. Das ist höchst gefährlich. Schiebehilfe regelt. Das ist brutal. Das ist ja wie ein Sherpa. So, liebe Zuschauer. Ich nenne die nicht mehr Zuschauer jetzt. Man muss den YouTube-Followern ja Namen geben. Und ich würde jetzt meine
Follower ab jetzt nur noch Toffis nennen. Haben wir schon mal drüber geredet. Was halten ihr davon, wenn ich euch jetzt nur noch die Toffis nenne? Kommentiert's einfach oder sagt einfach gar nichts. Vielleicht vergesse ich es auch wieder bis zum nächsten Mal. So. So, der Tom nimmt jetzt da hinten zwei Fahrräder hoch. Auch eine gute Nummer. Und von ganz da unten und dann nochmal 700 Höhenmeter darunter sind wir gekommen. Geilo. Geil, 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 geil. Bist du hochkurbeln oder was? Von ganz unten. Von ganz unten bis ganz oben hoch. Ja. Hey und servus, jetzt sind wir oben angekommen. 1800 Höhenmeter jetzt fast bis hierhin. Jetzt kommt gleich erstmal ein Downhill, dann wieder ein Uphill, sodass wir die 2,4 am Ende ungefähr voll kriegen. War jetzt doch schon ordentlich, das Fahrrad hier hoch zu bekommen. Allerdings die Schiebehilfe beim Bosch ist echt super. Funktioniert mega gut. Wetter auch traumhaft. Von daher, ich freue mich jetzt auf den Downhill. Cool, dass ihr noch mit am Start seid. So, und ab geht's bei traumhaftem Panorama in den ersten Part Downhill. Mal schauen, wie weit man hier überhaupt auf dem Kamm fahren kann, bis es vielleicht doch noch mal ein bisschen verblockter wird und dann nicht mehr wirklich mit dem Fahrrad befahrbar ist. Aber lassen wir uns überraschen. So, am Startweg Ellenbogen schon mal vergessen. Nicht so geil bei dem Gelände hier. Heilige Bimbam! Ah! Ah, hier ist er, der Penner! Oh, den hat sie mir voll gegen das Schienbein geschossen! Oh! Was hast du jetzt davon? Alter! Hätte man statt Ellenbogenschoner doch besser Schienbeinschoner anziehen sollen! Leg mich in die Tasche! Oh shit. So. Jetzt sind wir wach. Yeah, ist schon geil, wie der sich hier oben langschlängelt, hey. Immer schön auf dem Kamm. So, hoffen wir mal, dass wir nicht noch so einen Stein gegen das Schienbein bekommen. Das war nämlich echt richtig unangenehm. Steife Brise da oben. Eine Vespa. Lemon Soda. Alles, was man braucht. Flo, wie geht's im Knie? Wieder nach. Wie geht's euch da drin? Hm?
Geleg, ist das geil! Mega! Yeah! Secret line. Tom Gentleman ist hält er das Teil jetzt auf. Für die Martina am Schluss. Bleibt aber im Weg stehen. Gut? Ja, ja. Gut? So, hier mal wieder ein Part zum Rodeln nach unten schieben. Ah, ist schon fahrbar eigentlich. Ja, normal schon, aber ich weiß nicht, was ich mache. Ich zeige euch mal, wie man das Ding fährt, okay? Ja. Also, schwimmen wir schnell am Deck und dann geht es richtig los. Mega! Geilo!
Hey und Servus Leute, cool, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, das war's von unserer Tour heute. War sehr, sehr geil. 2200 Höhenmeter, auch zwischenzeitlich echt anstrengend, viel Skipassagen, aber die Trails waren mega geil. Ich hoffe, euch hat's getaugt. Ihr habt mal Bock, die Dinger hier auch zu fahren in Finchgau. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Richtig geil. Haut rein und bis bald. Servus.